Hallo und herzlich willkommen zurück zu Lara Croft, Tomb Raider oder wie auch immer. Ja, wir wollten jetzt hier ein bisschen rumklettern, weil ich es ja so wirklich liebe. Was ist da hinten eigentlich? Kann ich hiermit irgendwas machen? Nee, scheinbar nicht. Ich dachte, das ist jetzt irgendwie voll das Secret oder so, aber ist es nicht. Ja, erstmal alles absuchen. Es könnte ja alles hier liegen. Zum Beispiel ein paar Leichen. Das ist schön. Ja, schön. Hier oben könnte aber noch was sein. Ja, wie zum Beispiel Munition, aber leider auch nicht ein Secret. Ja, ich bin wirklich der Secret-Jäger. Man merkt es mir vielleicht nicht an, weil ich fast nichts finde, aber ich möchte eigentlich immer alles finden. Ich bin bloß zu blöd dazu und krieg's nicht hin. Juhu. So. Ja. Hier sind nochmal solche Eimer. Wofür die sind, weiß ich nicht. Vielleicht kann man sie irgendwie runterschmeißen. Ja, meine... Es laggt. Seilbrücken. Benutzen Sie Seilpfeile in der Nähe von Anker. Jetzt konnte ich es nicht zu Ende lesen. Aber ich glaube, ich habe es kapiert. Zum Einhaken sein. Ja, das ist ein super Punkt zum Einhaken. Vielleicht da oben. Ja, das ist eine super Idee, weil das scheint optionaler Weg zu sein. Schon mit meinen optionalen Wegen, ne? Das ist beinahe nervig. Umschall, genau. Haben wir hier oben irgendwas zu stehen? Nö. Wow, das hat's gebracht. Es hat's gebracht. Können wir da oben drauf balancieren? Nö, scheinbar nicht. Aber wir haben es ja trotzdem geschafft, ne? Hier wollten wir ja hin, glaube ich. Na, Lara, wolltest du hier hin? Was ist das? Hey ho. Wo geht's hier denn lang? Das sieht optional aus irgendwie. Hoffe ich einfach mal. Aktuelle Position, Werkbuch. Oh nein, es scheint nicht optional gewesen zu sein. Mist. Nee, das ist rough, ne? Kann ich doch mal zurück? Nein, scheinbar nicht. Wie gut, dass wir da raus sind. Kann man wohl sagen. Es sah so gut aus. Und dann war da dieser Sturm. Er kam aus dem Nichts. Es war nicht deine Schuld. Ich habe sie hergerufen, Ross. Hey, wir finden einen Weg. Mayday, Mayday. Hier Copilot Jessup von Flugzeug N177A. Hallo? Hallo, hören Sie mich? Ich wurde schwer verletzt und brauche dringend Hilfe. Ist da jemand? Captain Jessup, hören Sie mich? Ich habe ein Rauchsignal entzündet, bitte. Verdammt, er hört mich nicht. Ich muss zu ihm. Nein. Das ist sein Signal. Wir müssen uns um unsere Leute kümmern und uns sammeln, wenn wir Sam wiederhaben. Ich kann ihn doch nicht einfach im Stich lassen. Ich gehe jetzt zu ihm. Manchmal ist es notwendig, Opfer zu bringen. Du kannst nicht jeden retten. Ich weiß, was es heißt, Opfer zu bringen. Nein, das waren Verluste. Opfer zu bringen ist deine Entscheidung. Verlust passiert dir einfach. Ich habe entschieden, ihn nicht sterben zu lassen. Und wie ich finde, war das richtig. Ja, erreichen Sie das Rauchsignal. Erstmal ins Lager. Erstmal gemütlich Tee trinken, bitte. Nein, also so fies sind wir nicht. Ich weiß nicht, wann ich hier auf Lagerstufe 2 komme. Es wäre nett, es mal zu wissen, weil ich gerne das hier freischalten will. Kommt man denn auf Jägerstufe 2? Na, dann schalten wir so lange was anderes frei. Ich wüsste bloß gern was. So, sind sie? Inwiefern denn mehr Zeit mit ihrem Bogen zu schießen? Achso, zu zielen. Achso, nee, das brauche ich nicht wirklich. Das ist wieder Rang 2. Ich glaube, die wollen mich hier wirklich verhaschen. Das kann doch nicht sein. Tiere bringe ich sowieso nicht gerne um. Ja, mehr Bergungsgut ist vielleicht gut. Ha. Wegen Waffen upgraden, weil ich mich da ja auch nie entscheiden kann, was ich nehmen will. Ich bin einfach zu blöd dazu. Irgendwie, ich habe bestimmt ein Secret verpasst, weil ich ein Secret suchen wollte. Es ist doch, es ist schön, es ist einfach noch schön. Ha. Ab zu dem Typ da, keine Ahnung. Ich einfach runterspringen, da glaube ich nicht wirklich dran. Sie wird sich da...
100% das Genick brechen. Ja, eben. Wie soll ich das machen? Ah, da unten scheint Gegner zu sein. Das ist schön zu wissen. Ach so, ja. Sag's mir doch gleich, so. Jetzt müsste das Ganze auch gehen mit Leertaste. Ich wette, die bemerken uns jetzt, ne? Bitte ist sauber. Nee. Oben finden wir niemanden. Mag sein, aber Befehl ist Befehl. Mist. Das will ich nicht. Ich gehe runter zu den anderen am Flugzeug. Du durchsuchst. Ich bin mal einer! Okay, wenigstens ist einer tot. Ach so, der ist jetzt in Abgrund runtergeflogen, oder? Die Outsiderin wehrt sich. Mist. So. Okay, das war vielleicht nicht so klug, die direkt umzubringen. Ich werde sterben, das weiß ich, aber... Na gut, vielleicht auch nicht. Oder doch? Ich bräuchte ein bisschen mehr Lebensenergie, das wäre schön. Wo ist der jetzt? Ach, da hinten. Ja, alles klar. So, Nummer 1. So, das war's. Ich glaube, das waren alle. Hoffe ich jetzt einfach mal. Ja, ja. Übung macht den Meister mit Kämpfen. Was? Ich bin hier, Reyes. Wie ist die Lage? Wir sind einer Gruppe Männer zu einer Art Stadt gefolgt. Dieser Ort ist verrückt, Ross. Was zum Teufel machen die hier? Ich weiß es nicht. Und ich will es auch nicht wissen. Irgendwas von Sam oder Whitman? Noch nicht. Ist Lara bei dir? Ja, wir steigen bald den Berg runter und stoßen dann zu euch. Okay, wir gehen ein Stück näher ran. Halte diesen Kanal frei. Alles klar. Ah, 2 von 2 Teilen gefunden. Bogen, was? Ja, schön. Benutzt in der traditionellen japanischen Kräuterheilkunde oder Kampo. Die Fiole wurde anscheinend vor vielen Jahren versiegelt. Findest du hier noch irgendwas? Weil ich finde das ja ganz cool, dass ihr diese Sachen auch analysiert. Für versteckte Informationen. Kann man den Deckel vielleicht abnehmen? Scheinbar nicht. Das sind wahrscheinlich Maitake-Pilze zur Stärkung des Immunsystems. Auch bekannt als tanzende Pilze. Ach so, schön, lecker. Pilze. Einen tanzenden Pilz willst du schon mal haben, ne? Das willst du auf jeden Fall mal probieren. Ach ja, nee. Ab zu dem Rauchsignal. Der muss doch schon längst tot sein, wie wir hier trödeln. Nee, hier kommen wir auf jeden Fall nicht runter. Dann ab nach oben. Nee, was soll denn das? Ach so. Ja, ja. Das einfach mal anzünden. Mal sehen, was es bringt. 3 von 10 Statuen erleuchtet. Wir werden niemals die 10 von 10 schaffen, aber ist ja auch egal. Es ist egal. Da unten ist die 4 von 10. Ab nach oben. Schön. Das Geräusch immer. Überlebensinstinkt. Cool. Okay. Da hinten wollen wir lang, aber da habe ich noch eine Statue gesehen. Da will ich nämlich zuerst hin. Ich hoffe, ich komme da so ohne weiteres hin. Nee, scheinbar nicht. Ich fall einfach runter. Das sind Hasen. Ja, die möchte ich gar nicht umbringen. Weil irgendwie, ich bin ein Tierfreund, ne? Es ist... Solange sie gerade nichts zu essen braucht, ist es doch... Da brauchen wir das Tier auch nicht umbringen, ne? Ach, wir sind jetzt wieder hier unten. Ich werde da niemals da hochkommen. Wie soll das denn gehen? Vor allen Dingen, wenn man hier ständig runterfährt. Da liegt eine Geoachse, glaube ich. Ja. 1 von 15. Wir werden niemals auch nur 3 oder so schaffen. Maximal 2, so durch Zufall wie jetzt. So, ich probiere jetzt noch einen Sprung und wenn ich... Ah, okay. So einfach geht's, wenn man mal richtig springt. Okay. So, diese Rätsel, da verstehe ich auch irgendwie immer noch nicht. Wie soll ich denn das anzünden?
Okay, es klappt nicht. Ich dachte jetzt irgendwie, habe ich hier voll was entdeckt mit dem Seil, aber irgendwie nicht. Häschen, Häschen, Hoppe. Da ist das Signal. Ja. Schön. Die Frage ist nur, wie kommen wir hin, ne? Da oben. Boah, bin ich schlau. Nee, das ist die falsche Waffe. So viel zum Thema. Ja, Leertaste. Ich will immer E drücken. Ich weiß auch nicht, warum. Es ist einfach so Gewohnheit, E zum Interagieren. Ach ja. Das ist vielleicht endlich mal eine Folge, in der irgendwas passiert, außer kämpfen. Wie schön. Okay. Da hoch, ne? So ging das, genau. Komm schon, wir müssen zurück. Ja, ja, warte, bis ich fertig bin. Scheiße, ich will den lautlos erledigen. Ging das? F? Noch ja. Okay. Ach, E, okay. Mist, wir wurden entdeckt, das ist nicht so schön. Ich dachte, wir können den jetzt hier voll lautlos erledigen. Ach, so geht's auch. Schön. Okay, dann möchte ich... Ich denke jetzt, diesmal ist es... Hallo, kannst du... Ja, danke. Diesmal ist es wirklich ein optionaler Weg. Da möchte ich lang... So. 5 von 10 Statuen. Okay, was ist das hier? Da ist die 6. Statue. Ach so. Was ist das da hinten? Sieht aus wie so ein Nest. Wir sind jetzt hier oben, ne? Ich wüsste bloß zu gern, was das bringt. Da hinten, Moment. Da möchte ich aber auf jeden Fall hin, weil irgendwie sieht das interessant aus. Ich hoffe, wir kommen dann auch ohne Probleme wieder zurück. Oh, ich wette, das war ein Fehler, aber... Okay, es war definitiv ein Fehler, weil ich da hinten nicht hinspringen kann. Das wette ich, da wette ich nicht. Wir können es ja mal probieren. Nee. Ah, wir können aber zu der Statue, okay. Wenigstens brennt die jetzt? Brennt sie schon, oder? Ja, die brennt. Warum kam da jetzt keine... Dingens, dass sie angeschaltet wurde. So, da kommen wir doch mit Sicherheit wieder hoch, oder? Ich will es einfach mal hoffen, weil sonst wäre es ziemlich scheiße, um es mal so zu sagen. Müssten wir schaffen. Ich gehe einfach mal davon aus, dass wir es schaffen. Sieht machbar aus, ja, definitiv. Wenn ich nicht zu blöd bin zum Springen. Hat geklappt. Schön. So, keine Ahnung, was es jetzt gebracht hat. Aber es war definitiv mal ein schönes Erlebnis. Nee, keine Ahnung. So. Ab geht's zum blauen Rauchsignal. Was ist da denn für ein X, bitte? Wer hat denn das X dahin gemalt? Na gut, hier sind voll viele X's. Geheimes Grab in der Nähe. Geheimes Grab? Ich wette dann hier drin wahrscheinlich, aber... Warum geheimes Grab, hä? Ist das wieder sowas Optionales wahrscheinlich? Das wusste ich auch noch nicht, dass es das hier gibt. Ein geheimes Grab in der Nähe. Schön. Ich hoffe einfach mal, das ist das geheime Grab. Aber wie wir wissen, habe ich ja wirklich immer das größte Glück, optionale Wege sofort zu finden, weil ich immer den richtigen gehe. Wirklich immer. Immer, ne? Auf jeden Fall sind hier wieder geopferte Leute. Ich wüsste bloß sehr gerne, wo es jetzt lang geht. Scheinbar. Nee, von da komme ich doch, oder? Ja, definitiv. Ich komme von da. Aha. Es geht also hier hoch. Nee, komme ich doch nicht. Hä?
Ich bin zu verpeilt für dieses Spiel. Okay, das ist schon mal richtig. Es sieht richtig aus. Es sieht richtig aus. Ich hoffe, ich finde den Weg auch zurück. Wo zur Hölle sind wir denn hier? Halle des Aufstiegs. Schön. Des geistigen Aufstiegs. So. Optionales Grab. Hey, wie cool. Also, es ist optional. Schön. Optionales Grab. Steht sogar unten. Das ist schön. Ein Lager. Haben wir jetzt endlich Fähigkeitsstufe 2? Rekurvebogen. Waffe modifizieren. Alles klar. Keine Ahnung, was es bringt, aber irgendwas wird es schon bringen. Ha, was zur Hölle haben wir denn hier schon wieder? Nein. Also ich denke mal, es geht hier lang. Mann, ist windig. Das gehörte früher zu Yamatai. Das ist ja schön, ne? So, wenn jetzt jemand sagen würde, was ich in dem optionalen Grab machen soll, dann wäre ich wirklich sehr gut bedient. Denn ich habe gerade 0 an. E. Komm, E. Mach's einfach mal zu. Wenigstens windet's da hier nicht so. Okay, also wir haben hier einen Fahrstuhl. Ja, ich bin in sowas ganz schlecht, in solchen optionalen Sachen. So Rätsel lösen und so. Mist, da ist schon wieder Wind. Hier ist auch noch was, das ist schön. Vielleicht können wir die Dinger hier, können wir die schleppen oder so? Oder können wir die ziehen? Nee. Ich dachte, jetzt können wir die vielleicht nehmen und dann auf diese Platte hier legen, aber ich wüsste nicht, was es bringen soll. Ah, das hier bringt vielleicht was. E, um zu kurbeln. Ja, dann fährt es auf jeden Fall schon mal hoch. Okay, das ist mit Wind. Ist das sinnlos? Kann man loslassen? Okay, dann nochmal den Wind ausschalten und dann ganz einfach nochmal. Was für ein nerviger Wind, ey. So, falsche Taste. Ja. Wenn ich dann mal E drücken soll, drücke ich nicht. Es ist einfach praktisch. So. So, zu schnell jetzt zum anderen. Ich hoffe, uns bleibt genug Zeit. Nicht, dass irgendwie... Ich trödel, glaube ich, zu sehr. Nee, es ist definitiv wieder... Oder? Vielleicht krieg ich es auch so hoch. Jetzt ganz einfach nochmal zumachen. Keine Ahnung, was es bringen soll, aber... Einfach nochmal. Ich drehe gern an solchen Kurbeln. Das wird es wahrscheinlich sein. Zu. Jetzt muss ich doch... Ja, ja, das... Nee, das klappt nicht. Kann man das vielleicht irgendwie zuhalten? Ich bin zu blöd für dieses Spiel. Ich merke es schon. Ich muss doch irgendwas machen können. So vom... Kann ich vielleicht an das Seil springen? Nee, das geht da natürlich auch nicht. Ich denke mal, ich muss da hoch. Das Problem ist, ich bin gerade viel zu dämlich, da hochzukommen. Und ich sagte vorhin noch, es ist eine Folge, in der was passiert. Ha. Folge und was passieren? Ich glaube eher nicht. Die werde ich aber auch nicht da drauf kriegen. Ich muss dieses Ding da zuhalten. Die Frage ist nur, wie. Nochmal zumachen. Am besten wäre natürlich, wenn man den Wind ausschalten könnte. Kann man hier nicht diesen Eimer da nehmen und da hochstellen? Das muss doch gehen.
Mann. Wenn ich dann irgendwie dran springe. Oder ich bin einfach nur zu langsam. Das kann auch sein. Wir können es ja nochmal probieren und ansonsten schaue ich mich dann offscreen um, wie das Ganze funktioniert. Ich glaube, die Folge ist eh gleich zu Ende. Ich trödel zu sehr. Komm. Und wenn, dann weiß es halt nächste Folge, wie es klappt. Okay, schnell. Scheiße, da habe ich mich direkt wieder versprungen. Aber es scheint zu klappen. Oder ich bin einfach nur zu verpeilt. Einfach nochmal probieren und dann wird es klappen. Irgendwie schwenkt meine Maus zu sehr. Dann klappt es nicht. Das ist, kann man... Ah, man muss wiederholt E drücken. Man kann es sich irgendwie festhalten. Das wäre schön. Ich muss vielleicht mal ein bisschen schneller drücken. Man merkt schon, wie spannend es einfach ist. So, jetzt schnell das. Und zwar richtig schnell. Schneller kann ich bloß nicht. Okay, jetzt. Hier hoch. Neu positionieren. Dahin und... Nee. Oder, das ist vielleicht auch eine Idee, wo bin ich hier? Nur das Timing muss stimmen. Ja eben, nur das Timing muss stimmen. Sag ich doch. Also nochmal, vielleicht ist das das letzte Lösung. Moment, wahrscheinlich aber auch nicht. Nochmal. Das Timing muss klappen. Es muss perfektioniert klappen. So. Und ich wette, ich krieg das hin. Ich krieg das noch... Na, nee, wahrscheinlich nicht. Wenn ich es hinkrieg, dann heiße ich Bertha. Ah, Überlebensinstinkt, wie schön. So, jetzt warte, jetzt machen wir das nochmal zu. Geht nicht. Juhu. Ist ja schön. Okay, ich muss vielleicht warten, bis es... Ja, wir gucken einfach mal bei Q. Aha. Ich hab's kapiert. Okay, dann machen wir das noch diese Folge. Und dann sehen wir uns die nächste Folge dann wahrscheinlich oben. Also ich möchte diese Folge noch machen, weil ich wahrscheinlich jetzt verstanden habe. Der Wind ist stärker als Lavas Gewicht. Das ist komisch. Manchmal ist sie unheimlich schwer, wenn sie sich auf Platten stellen soll. Und manchmal ist sie unheimlich leicht. Können die sich nicht mal entscheiden, ob sie nun leicht oder schwer sein soll? So. Jetzt warten wir. Alles klar. Schön, dass es geklappt hat. Ich bin begeistert. Vor allen Dingen noch diese Folge. Es ist schön. So. Wenn man sich mal ein bisschen was überlegt und Q drückt, klappt alles, ne? Q ist die Taste für alles. Wunderschön. Gehörte das hier zu einem größeren Komplex von Ruinen? Vielleicht. Ich weiß nicht. Es könnte sein. Ja. Hier geht es scheinbar auch nicht lang. Dann gehen wir den... Oder? Nee. Dann gehen wir den Weg, den wir wahrscheinlich gehen sollen. Nämlich den nach vorne. Ja. Was haben wir da? Durchsucht. Halle des Aufstiegs gemeistert. Ein Fähigkeitspunkt und ein Handfeuerwaffen-Ding. Geocache-Karte, Belohnungs... Ach so, eine Geoachsen-Blabla-Karte. Damit können wir jetzt die ganzen Geoachsen noch suchen, aber ich habe kein besonderes Interesse, die zu suchen. Weil ich, wie gesagt, nicht weiß, was sie bringen. Und wenn ich nicht weiß, was es bringt, dann lass es einfach ganz gezielt sein. Nee, aber ich denke, es wäre fürs Let's Play einfach zu lange. So, haben wir jetzt zufällig einen weiteren Rang. Weil dann könnten wir endlich das machen, was ich wollte, genau. Hier kämpfen. Nee.
Ich habe keine Ahnung, wie ich in Rang 2 komme. Dann warten wir einfach. Ich meine, irgendwas wird es schon sein, was uns dann in Rang 2 bringt. Hoffe ich einfach mal, dass es auch in Zukunft, also naher Zukunft, passiert, weil irgendwie finde ich es extrem scheiße, um es mal so zu sagen, dass ich den Fähigkeitspunkt nicht bekomme. Schön, Licht an. Also nicht den Fähigkeitspunkt, sondern den Rang. Ich weiß nicht, wo ich den herkrieg. Rang 2. So, jetzt haben wir natürlich Haufen Zeit verbraten, damit hier das Grab zu durchsuchen. Und dieser Typ ist jetzt wahrscheinlich schon längst tot. Aber Lara, der sind Gräber wichtiger als solche Typen. Karte aktualisiert. Das ist schön, die brauche ich jetzt bloß nicht. Mit Tabulator. Ha. Alles klar, also ob wir den Typ retten oder nicht, ich denke, das sehen wir in der nächsten Folge. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen und bei dem Grab wahrscheinlich dann nicht, aber okay. Ja, bis zum nächsten Mal und ciao.